Weiter geht's in Crash Bandicoot 4, It's About Time. Wir haben den salzigen Kai, soweit ich das sehen kann, abgeschlossen und surfen jetzt in das nächste Gebiet. Und das ist ein asiatisches Parkgebiet. Wir sind in ein Schloss. Friedfälle 1402. Okay. Also wir sind noch weiter in die Vergangenheit gereist. Jetzt ins Mittelalter, ins asiatische Mittelalter. Crash ist heute dran und Crash sollte... Beutejäger passt nicht so ganz. Eigentlich finde ich ja den normalen Crash noch am schönsten. hier können wir, in diesem Level können wir diesen Tiger-Crash freischalten. Na gut, nehmen wir Beutejäger. Den haben wir noch nicht... Oh, das sieht doch ziemlich cool aus. Passt natürlich jetzt wahrscheinlich hier nicht so rein. Aber egal, ich freue mich auf das Level Wirbeltier. Ich habe noch einen zweiten Spielstand angefangen. Da bin ich noch nicht weiter als hier, ich will mich auch nicht spoilern. Aber da kann ich mir die Level nochmal ganz genau angucken, ob ich irgendwo was übersehen habe. Ich weiß ja, dass ich was übersehen habe, wenn ich noch nicht 100% habe. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Die können wir vielleicht, wenn wir hier nach diesem Level und nach dem nächsten Level noch Zeit haben, ja, nachholen. Mal schauen. Jetzt geht's aber erstmal in dieses Level Wirbeltier. 1402 in den Friedfällen. Oh, das sieht gut aus. Crash schaffte so gerade durchs Portal. Wo ist die nächste Maske? Nicht hier. Wenn die Spinner nicht die Realität löchern würden, könnten wir selbst Spalte öffnen. Bis dahin nehmen wir die Umleitung. Aber ich spüre einen Spalt ganz in der Nähe. Freunde, ich habe ein lustiges Spielchen für euch. Ich belohne schlaue Beuteldachse, die mein Testgelände erreichen. Aber zuerst werdet ihr meine tödlich teuflichen Schöpfungen besiegen müssen. Okay, Embryo. Er ist schon aufgetaucht. Er wird wahrscheinlich unser Gegner hier sein. Wow, hier gibt es aber sehr, sehr viele Kisten. 212. Bin gespannt. Und da vorne ist Arcano, unsere neue Maske. Aber erstmal machen wir hier alles weg. Ich habe Angst, dass da unten TNT-Kisten sind. Ganz gut versteckt und dann... Ja, ende ich hier. Nein, nein, alles gut. So, dunkle Materie-Wirbel, was macht das? Okay, wir können ganz lange damit wirbeln. Das ist cool. Oh mein Gott, ja. Wir sind auch sehr stark damit. Wir können sogar nach oben. Wow. Ja, krass. Und wir haben jetzt schon 51 Kisten. Ein Viertel haben wir, okay. Ist das Wasser hier... Nee, das Wasser ist natürlich nicht gut. Da oben war was. Weiß ich Bescheid. Die Kiste haben wir bekommen. Dann ist hier schon ein Checkpoint. Materie wirbeln und dann Doppelsprung. Ja, habe ich ja gerade schon gemacht. Dunkler Materiewirbel sprengt TNT. Mhm. Hier war eine Flasche von Embryo. Er kämpft ja damit. Okay. Das war dumm. Das ist auf jeden Fall der versteckte Edelstein. Also ich muss aufpassen. Du dazu. Sehr gut. Sehr gut, Crash. Ich muss erst wirbeln und dann darf ich springen. Weiter. Weg damit. Und dann hier rüber. Jetzt aufpassen, dass wir auch oben an den Edelstein kommen. Den Rest können wir zerstören. Und dann wirbeln wir zurück. Jetzt muss ich darüber wirbeln. Wobei, ich kann auch einfach dahin springen. Ein bisschen einfacher als wirbeln.
Oh, wir haben die Maske nicht mehr. Alles klar. Ja, jetzt bin ich leider gestorben, deswegen kriege ich hier die Rückblende nicht. Schade. Weil der Tod unnötig war. Das sind Krokodile oder so. Ah, das sind einfach fleischfressende Pflanzen. Oh. Gut, damit redet Embryo einfach nur mit uns, aber ich will ihn eigentlich gar nicht hören. Ich bin ganz froh, wenn wir nichts von ihm hören müssten. So, und Checkpoint. Jetzt sind wir in so einer Stadt. Sieht gut aus. Okay, was passiert? Portal öffnet sich einfach nur. Und da ist wieder Arcano. Dunkle Materiewirbel wenden grüne Magie ab. Okay. Was? Das dachte ich mir fast. Crash sieht doch richtig cool aus, wenn er hier diese Arcano-Rüstung trägt. Ja, da bleibe ich nicht stehen. Ja, das habe ich jetzt zu spät gemerkt, dass das grüne Magie ist. Hier nicht, okay. Haben wir leider Akku verloren. Grüne Magie. Habe ich irgendwo was verpasst? Ich habe hier keinen Schalter aktiviert. Ich werde aber auch nicht zurückkommen. Das ist ein bisschen weit. Dann ist es dann zu hoch, um da zurückzukommen. Schade, dann kriegen wir hier auf jeden Fall nicht mehr alle Kisten. Alles gut. Das wäre dumm von mir. Ich würde es ganz gerne jetzt so schaffen, dass ich zumindest zum 3 Leben schaffe. Das war nicht gut. Oh, doch, das war gut. Das war gut. Alles gut. Makano nicht mehr. Okay, die gelben Blätter sind automatisch. Da muss ich gar nicht drauf gehen. Die weißen von selbst drin. Halt einfach den Mund, Embryo. Schade. Oh, wann bin ich jetzt wieder hier oben? Super. Aber man kommt hier auf jeden Fall auch ohne Wirbel hin. Bis hierhin. Weiter begleitet uns Arcano erstmal nicht. Das wäre nicht so gut. Und hier kam jetzt grüne Magie. Und zwar so unerwartet, dass ich gar nicht drauf reagieren konnte. Oh mein Gott. Muss ich das zerstören? Das kann ich nicht zerstören ohne Wirbel. Oh, wieso ist das denn jetzt auch immer wieder so fies geworden?
Also ich laufe jetzt einfach dadurch. Ich brauche eh nicht alle Kisten. Aber ich kann gar nicht mehr alle Kisten bekommen. So ist es eher. Andererseits, Bonus nehme ich trotzdem. Allein für die Leben. Ah, wir haben 65. Das ist eigentlich ganz gut. So komme ich da nicht hoch. Ist egal, hier zählt das nicht. Hier darf man sein Leben ruhig verlieren. Mein Problem ist, dass ich hier die Kiste nicht zerstören kann, ohne die andere zu zerstören. Also die da drunter. Wenn ich einfach hochspringen könnte, das wäre alles gut. Das geht nicht so einfach. Ah, man kommt hier aber so hoch. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Aber so richtig gemacht habe ich das immer noch nicht. Weil ich gar nicht zurückkommen werde, um die anderen Kisten zu zerstören. Okay. Ist sowieso egal, denn Crash lässt sich auf die Nase schlagen von einer Metallkiste. Noch sind hier genug Kisten. Okay. Das ist perfekt. Wir kriegen alle Kisten. Ja, alle Kisten bekommen. Müssen noch hier lebend vorbeikommen. Was nicht so einfach ist. Verdammt. Komme ich hier nicht mal drüber? Oh Mann. Aber so komme ich auch nicht da hoch. Nee. Problem ist jetzt der Rückweg, weil da den Kisten vorbeizukommen, das ist nicht so einfach. Alles ist hier nicht einfach. Oh Mann, blöder Bonus. Aber ich will den komplett machen. Wieso bricht er denn das nicht mehr ab, den Wirbel? Das hat doch beim ersten Mal auch funktioniert. Ah, Crash. Ich mach's auch richtig falsch hier. Oh Mann. Na, schon wieder. So. Nein! Oh. Egal, da komme ich noch hoch. Ich rede mich ganz umsonst auf, weil das kein Problem war. Alle Kisten erledigt. Okay. Bonus abgeschlossen. Na, immerhin. Wir haben auch fast genug Wumperfrüchte für... Genug Wumperfrüchte für die drei Juwelen.
Okay, da kommt Arcano wieder. Den brauche ich auf jeden Fall, sonst bin ich hier echt aufgeschmissen. So, 3 Juwelen kriegen wir. Ja, es war ein bisschen zu viel. Nitro und grüne Magie. Ich kann dem auch nicht ausweichen. Die Sache ist die, wenn ich wirbel, bewege ich mich automatisch nach vorne. Ich kann das dann gar nicht steuern. Ich kann es auch nicht abbrechen. Ich muss den Wirbel abbrechen, damit ich gar nicht mehr nach vorne gehe. Also meine Steuerungsmöglichkeiten sind begrenzt. So, jetzt bin ich sicher. Ist hier oben was? Nein. Machen wir das hier trotzdem eben kaputt. Hallo? Wieso denn mein Wirbel jetzt nicht funktioniert gegen das Ding? Oh Mann. Aber Arcanos Fähigkeit ist auf jeden Fall einfacher zu meistern als die von Laniloli. Hab ich da was gesehen? Also einfach 2 Wege. Hier, das ist unerwartet. Ich konnte doch sonst jeden Löwen besiegen. Wieso den nicht? Das ist auf jeden Fall der richtige Weg, wenn ich alles kriegen möchte. Jetzt habe ich Akku verloren, ist nicht so schlimm. Hatte ich aber es gerade sowieso nie. Das sind Löwen einfach in der Ruhe. Interessiert mich überhaupt nicht. Checkpoint, juhu! Oh Mann. Ja, ich war mir gerade auf dem Blatt so unsicher, man hat es ja gesehen. Noch wirklich blöd, ich muss ja das TNT schon kaputt machen. Das war knapp. Oh, und ich bin... Anhalten und weiter. So, es fehlen ein paar Kisten. Es fehlen immer noch ein paar Kisten, schade, aber ja. Ist auch sehr schwer. Immer den verborgenen Edelstein haben wir bekommen. Ist in Ordnung. Oder oben ist Embryo. Sehe ich erst jetzt. Und hier ist ein Torna-Level. Oh. Ja, wir machen aber heute noch das andere Level mit Crash. Hier. Kletterpartie. Moment. Dann der Crash. In der Kletterpartie. Ich bin gespannt drauf. Und da haben wir gerade als Skin, also hier kriegt man als Skin tatsächlich Coco mit Pura. Pura war der Tiger aus Crash Bandicoot 3, auf dem sie geritten ist. Auf den Leveln auf der chinesischen Mauer. Glaube ich, gab es 2 von. Wäre natürlich super, wenn Pura hier noch vorkommen würde. Genauso wie der Eisbär. Ach, wie hieß der denn nochmal?
glaube einfach Polar, oder? Na, ich denke schon. So, jetzt hier schön bei Nacht. Ups. Hätte um. Ja, ich kann dran klingeln. Cool. Au, Drachen, asiatische Drachen. Halt den Mund. Ich bin mir sehr sicher, dass Embryo mir auch so versteckte Tipps gibt, aber ich schaff's auch ohne ihn. Hilfe! Ah, ist hier schon Leben verloren, das ist nicht so toll. Diesmal sagt Embryo gar nichts. Ich glaube, er ist beleidigt. Na gut. Also die Drachen sind auf jeden Fall mit grüner Magie. Das heißt, ich bräuchte da Arcano, damit ich sicher bin. Und sonst muss ich einfach aufpassen. Und da war ein Loch in der Brücke. Mitnehmen und dann weiter. Okay, das ist auch grüne Magie. Ganz eindeutig. Und ich kann den nicht besiegen. Nee. Oh, ich finde Arcano richtig cool. Ich wünsche, dass ein Level kommt, in dem man auch verschiedene Masken einsetzen kann. In einem Level mit mehreren Passagen. Manchmal Laniloli, manchmal Arcano und dann die anderen Masken. Es gibt ja vier. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir dieses Level mal komplett abschließen können. Ich habe. Okay, Crash, du hast Glück gehabt. Aber eigentlich hast du gerade den Tod verdient. Na, holen wir es jetzt einfach nach. Ich das hier wieder machen mit den Kisten, das ist nicht so einfach. Wobei eigentlich doch. Eigentlich ist das doch sehr einfach. Nur das hier ist schwer. Okay. So, hier kann ich einfach wirbeln. Also die grüne Magie wirft mich schon noch nach hinten, aber ich habe das jetzt auf jeden Fall ganz gut abfangen können. Und Checkpoint. Wir behalten Arcano. Gehen hier rüber. Und sind soweit auch sicher. Jetzt kann ich den Löwen wieder besiegen. Na toll. So, TNT ist zerstört. Zwei Löwen. Das war gut gemacht. Oh Mann. Und hier wäre das Rückblendenband. Nein! Wieso komme ich da nicht hoch? Aber so auch nicht. Ach so. Einfach abwarten, dann kommt man sowieso dahin. Ah, ich wusste, dass das nicht klappt. Haben wir gerade Akku bekommen? Nee. Ja, ich glaube, ich darf den Löwen nur von hinten treffen. Ja, sieht so aus. Von vorne stoßt er mich ab. Er kann mich zwar nicht besiegen, solange ich Akku habe, aber ich ihn auch nicht. Das ist gut gemacht. Warten. Die Kiste zerstören und weiter nach oben. Immer schön aufpassen, nicht gegen den Drachen. Auch mit Arcano nehme ich Schaden.
Und ich nehme keinen Schaden, aber ich werde weggestoßen. Und dann nehme ich Schaden, weil ich sterbe. Das will ich nicht. So, hier rüber. Ist da nicht was drin? Komm auf jeden Fall nicht rein. Okay, gehen wir weiter. Oh, Embryo, das ist traurig. Oh mein Gott, ich wollte einfach rüberwirbeln, aber das war keine gute Idee. Jetzt aber. Man sieht halt wirklich nicht, wo die Sachen sein sollen. Die Perspektive hier im Spiel ist nicht so einfach. Genauso wie sich festhalten nicht so einfach ist. Man muss ja nicht mal was drücken. Crash hält sich alleine fest, aber irgendwie nicht immer. Ah, ich hasse brüchige Brücken. Auch so ein wiederkehrendes Element aus. Crash Bandicoot. So, Bonusrunde. 22 Kisten gibt's hier. Ich habe ja noch die Hoffnung, hier alles zu kriegen. Da oben ist nichts. Gucke dazu. Haben wir aber noch bekommen. Hier ist nicht so einfach. Nein, ehrlich, wie komme ich da drüber? Gerade hatte ich noch Akku. Ich hätte einfach reinspringen können. Aber jetzt? Jetzt bin ich ahnungslos. Ich hätte auch nicht Akku. Ich bin auch niemals schnell genug. Oben ist auch noch eine Kiste. Also hier mache ich auf jeden Fall irgendwas ganz falsch. Ach so, ich hab... Oh, ich bin so dumm. Ja, ich bin auch nicht wirklich schlauer jetzt gerade. Aber ich habe gerade erst gemerkt, dass ich Arcano habe. Ich habe gerade alles versucht, ohne Arcano zu machen. Das ist natürlich Quatsch. Genauso wie das. Oh Mann. Ah, wirklich dumm von mir, dass ich darauf nicht geachtet habe. Nee. So geht das nicht. Ich kann Arcano in der Luft nicht wirklich nutzen. Ich muss ihn vorher einsetzen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ja, das ist auch nicht so wirklich. Also hier gehe ich normal rüber. Dann bin ich hier, bin ich auch sicher. Dann gehe hier hoch. Und wenn ich hier oben bin, gehe ich zurück, oder wie? Nee, weil hier ist eine Mauer. Das heißt, ich werde... Hilfe. Ich werde den Drachen brauchen, ich muss auf den Drachen springen. Am besten von der Seite. Auch nicht, um so hoch zu kommen. Ich kann nämlich nicht ein bisschen weiter weg katapultieren, das macht er sonst auch so gerne. Das war gar nicht so schlecht. Ich muss halt ein bisschen weiter nach oben fliegen. Ja,
Ah, nicht zur Seite, verdammt. Man muss doch auf ihn springen können. Ja, das war zum Beispiel jetzt weit genug hoch, aber falsche Richtung. Hilfe. Oh mein Gott, du bist aber wirklich ein dummer Drache. Ich kann ihn nicht wirklich so nutzen, wie ich es angedacht habe. Ich komm nicht hoch genug. Okay, da muss ich irgendwas anders machen. Ah, der Part wird wieder so lange. Na, verdammt. Nee, da komme ich nicht so richtig hoch. Was mache ich da? Was mache ich da, dass ich da hochkomme an die Kiste? Was ist die Lösung? Es gibt eine Lösung, ich weiß noch nicht wie. Das war schon wieder schlecht. Ich meine, ich kriege die Kiste, aber ich wollte eigentlich die Kiste da oben jetzt mal nutzen, um hier hochzukommen. Leute, ich bin überfragt, aber ich will das nicht einfach auslassen. Ich glaube, ich werde schneiden an dieser Stelle, bis ich es rausgefunden habe. Ja! Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Also vom TNT fast abspringen, dann zum Wirbel und dann nach oben. Jetzt muss ich auch noch lebend durchkommen. Oh, ich schaffe das nie wieder. Okay, ich versuche es einfach nochmal. Aber das wird mir jetzt wahrscheinlich nicht gelingen. Hat jetzt auch sehr viel Übung gebraucht. Oder Übung, was heißt Übung? Das war das erste Mal, dass es geklappt hat. Und ich wusste nicht mal wirklich, was ich mache. Aber es braucht auf jeden Fall sehr viele Versuche, bis man das hier checkt. Ah nein, das war falsch. Also ich muss schon wirbeln. Allerdings muss ich wirbeln, bevor ich springe. Das ist kein Problem. Jetzt kann man machen, wie man möchte. Ja. Dann klappt das. Okay. Ich denke, die Kiste ist jetzt auch nicht mehr schwer. Jetzt geht es einfach nur hier darum, durchzukommen. Ich kann erstmal das Nitro zerstören. Oh, geschafft. Ja, Leute, es geht weiter hier im Level. Sehr interessant. Wir haben immer noch erst 3 Leben verloren. Also, es ist noch alles drin. Wobei ich glaube, das ist gleich ist es vorbei mit den 3 Leben. Ja. Muss ich dazu was sagen? Das hält auch nicht ewig hier drauf. Wenn ich da grüne Magie sehe, dann will ich natürlich sofort. Oh mein Gott. Oh, hier ist was. Haha, danke, Löwe, du hast mir geholfen. Na gut, dann wirbeln wir mal hier hoch. Ja. Weiter. Ich meine, im Grunde haben wir jetzt alles außer unser Leben. Der Edelstein bleibt aber gespeichert, nehme ich an. Ah, sieht man nicht. Ich glaube, der Edelstein war gespeichert. Ich habe jetzt nur genug Wumperfrüchte für den dritten Wumper-Edelstein. Naja. Wieso bin ich denn hier gerade gestorben? Das ist ja total unnötig gewesen. Was ist das hier? Einfach nur ein Gong. Das ist noch ein Gong. Ich darf nicht ewig lang wirbeln, denn ich lande auf TNT. Na gut, ich nicht. Aber man kann theoretisch auf TNT landen. Wieso bin ich eigentlich auf dem Dach gestorben? Wegen dem Laub? Ist das giftig oder was? Lächerlich.
Okay, ist gefährlich. Ich gehe besser. Oh mein Gott. Ist denn nochmal was? Nee, ne? Ah, doch. Eine einzelne Kiste. Ach, Crash. Oh, Mann. Das ist aber auch kein einfaches Level, um hier wirklich mit 3 Versuchen durchzukommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Hallo? Hallo, nicht umbringen, bitte. Danke. Und dann fliegt er zu weit. Also, Arcanus ist zwar richtig cool, aber die Steuerung ist schon teilweise problematisch. Aber wir haben immer noch genug Leben, also ich bin ganz zufrieden. So. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht da hoch. Das muss ich auch noch richtig gut timen. Der Gong hat mir trotzdem wehgetan, trotz Arcane oder wie? Ist ja nicht ganz so nett. Checkpoint! Okay. Hier oben was? Nein. Und weiter. Wieso lebe ich noch? Schwieriges Level auf jeden Fall. Sieht so aus, als wäre da irgendwas, aber ist nicht. So, Drache, geh einmal dann vorbei, dann komm ich rüber. Ich hab den Drachen getötet, aber hab dafür auch Akku verloren. Okay. Oh, Moment. Wirklich, jetzt fehlen mir 3 Kisten. Na, ist egal. War die ganze Mühe umsonst. Sehr schade, aber so ist es jetzt eben. Level abgeschlossen, Kletterpartie. Ja, Leute, 2 Level haben wir geschafft. Es hat sehr lange gedauert, aber wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Mal eben schauen, ob was passiert. Ich denke nicht. Rückblenden haben wir nicht gefunden. Ich muss mal irgendwann so einen Part machen, wo ich alles nachhole. War es auch nicht so spannend, ne? Naja. Hier passiert auch nichts weiter. Okay, im nächsten Part geht's weiter. Ich freue mich drauf. Bis dahin, nur das Beste.